Hi, ich bin Sarah vom Channel User und ich erzähle euch heute ein bisschen was zu Sortierverfahren. Zunächst einmal natürlich, was Sortierverfahren überhaupt sind und dann gehen wir darauf ein, wie man diese kategorisieren kann, beziehungsweise auch, wie man sie in ihrer Effizienz einordnen kann. Also zu Beginn einmal, was sind Sortieralgorithmen überhaupt? Unter Sortieralgorithmen versteht man in der Informatik Algorithmen, die eine gewisse Datenmenge sortieren. Dafür muss es natürlich gegeben sein, dass diese Datenmenge überhaupt sortierbar ist. Das bedeutet, es muss eine strenge, schwache Ordnung geben. Darunter kann man sich zum Beispiel kleiner gleich vorstellen oder dass man diese Menge nach dem Alphabet ordnen kann und so weiter. Die verschiedenen Sortieralgorithmen, die es gibt, arbeiten alle auf unterschiedliche Weise und dementsprechend natürlich auch unterschiedlich effizient. Das bezogen auf einmal die Zeitkomplexität, also wie viele Arbeitsschritte ein Algorithmus braucht, um zum Ergebnis zu kommen, um die Datenmenge zu sortieren, und darüber hinaus die Platzkomplexität, also wie viel Speicherplatz er dafür braucht. Die Komplexität eines solchen Algorithmuses wird dann üblicherweise in der Landau-Notation festgehalten. Die kennt ihr sicherlich auch aus eurem Informatikstudium oder dem Informatikunterricht. Wir blenden euch die hier jetzt einmal kurz ein. Bei der Einordnung der Komplexität gibt es verschiedene Stichworte. Einmal unterscheidet man zwischen den Best-Case, Average-Case und Worst-Case-Szenarien. Best Case ist einfach, wie viel Speicherplatz bzw. wie lange der Algorithmus braucht im besten Fall. Average Case durchschnittlich, wie viel er durchschnittlich braucht. Und der Worst Case ist, wie langsam der Algorithmus im schlimmsten Fall bei den ungünstigsten Voraussetzungen braucht. Man unterscheidet zudem bei Sortieralgorithmen zwischen nicht stabilen und stabilen Algorithmen. Ein stabiler Algorithmus ist ein Algorithmus, der nach dem Sortieren die relative Ordnung der Datensätze mit dem gleichen Sortierschlüssel, wenn diese Ordnung erhalten bleibt. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir erläutern das hier mal anhand eines Beispiels. Wir haben jetzt hier eine Liste an Mitarbeitern. Diese Mitarbeiter sind zurzeit nach ID sortiert. Wie ihr sehen könnt, haben wir in unserer Liste zwei Mitarbeiter mit dem Nachnamen Schmidt. Wir möchten diese Mitarbeiterliste nun anhand ihres Nachnamens sortieren. Wenn jetzt nach dem Sortieren die vorherige Sortierweise, die vorherige Ordnung der ID erhalten bleibt, das bedeutet, wir haben zunächst die Person Schmidt mit der ID 18 und danach die Person Schmidt mit der ID 21. Diese interne Sortierung, die vorher, diese relative Sortierung, die vorher bestand, bleibt also erhalten. Dann ist unser Sortieralgorithmus stabil. Wenn diese vorherige Ordnung allerdings nicht beibehalten wird, wie ihr jetzt hier im zweiten Bild sehen könnt, also die Person Schmidt kann genauso auch mit der ID 21, kann genauso vor der Person Schmidt mit der ID 18 kommen, dann handelt es sich um ein nicht stabiles Sortierverfahren. Das bedeutet, die relative Ordnung bleibt hier nicht unbedingt erhalten. Außerdem kann man auch eine Unterscheidung zwischen In-Place- und Out-of-Place-Algorithmen vornehmen. In-Place-Algorithmen sind Algorithmen, deren Speicherbedarf nicht abhängig von der Anzahl an zu sortierenden Elementen ist. Bei Out-of-Place-Algorithmen wäre der Speicherbedarf, der für das Sortieren gebraucht wird, eben abhängig von der Anzahl an zu sortierenden Datenelementen. Das bedeutet, der zusätzliche Speicherbedarf bei In-Place-Algorithmen ist durchschnittlich eher gering und konstant. Zu guter Letzt kann man dann noch zwischen Verfahren unterscheiden, die bei vorsortierten Datenmengen besser bzw. schneller arbeiten. Diese Sortierverfahren nennt man adaptiv. Im Gegenzug dazu sind die Sortierverfahren, die unabhängig von von dem vorherigen Zustand der Datenmenge ist, nicht adaptiv. In diesem Video habt ihr dann einen groben Überblick über die Grundlagen zum Thema Sortierverfahren bekommen.
Und in den nächsten Videos, die nächsten Wochen kommen, werden wir spezielle Sortierverfahren im Detail genauer besprechen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.